Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Say Our Billions. Ja, wir kommen hier langsam aber sicher voran, was ja schon mal sehr nett ist, wenn unsere Forces sich nicht ständig in Danger bringen würden. Hey. Könnt ihr euch mal darum bitte mit drum kümmern? Ist ja ekelhaft. Wo kamen die denn plötzlich hier? Naja, sicherheitshalber können wir hier auch nochmal ein paar mit hinstellen. Hier nochmal drei Jägerinnen, da wir schon mal eine verloren haben. Und nochmal hier drei. Dann läuft die Sache. Und dann weiter Zelte, Häuser bauen. Wie ist denn nochmal dein Einflussbereich? Der ist ja bekanntlich riesig, von daher. Kein Ding. So. Du hier noch eine Hütte hinbauen. Ja, warum denn nicht? Da haben wir schon wieder keinen Strom? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, meine Schnuffels, ständig geht mir der Strom aus. Ich frage mich, was die sich dabei denken. Was fehlt? Holz? Na komm, Holzproduktion. Komm mal hier, ne? So, holen wir uns jetzt erstmal dieses Eisen hier. Und ich hoffe, ich laufe nicht aus Versehen in den Riesen da rein. Das wäre mir unangenehm. Na gut, aber dafür brauchen wir erstmal Energie. Wunderbar. Guck mal an. Dass wir hier noch keine Level-Ups haben, beruhigt mich auch ein bisschen. Mädels, einfach mal alle nach vorne. Na gut, ob das jetzt so einfach ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber... ja. Here we go again. Holt euch mal die Nahrung hier. Kann man ja mal mitnehmen. So, jetzt aber, ne? 4, 3. Ne, bekomme ich nicht kombiniert. Also nehmen wir die 4 mit. Dann haben wir gesehen, dass wir hier noch eine ganze Menge Land zur Verfügung haben. Ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spricht, erstmal die ganzen Gebiete einzufordern, über die wir mittlerweile verfügen. Geht mal bitte hier rüber. Vielleicht kriegen wir dieses Kartenende hier mal geklärt. Oh, guck mal, da kommen wieder neue in die Map reingelaufen. Geh du mal bitte mit dazu. Ich hab dir doch gesagt, du sollst da weg. Ich hab dir gesagt, du sollst da weg. Hört sie mir zu? Nö. Ja gut, der Train ist da. Moment, können wir hier bis hier hingehen? Gut. Dann machen wir hier auch mal dicht. So, du hier hin. Wunderbar, die Produktion läuft hier auch. Dann können wir wirklich bald auf Soldaten umsteigen, falls es nötig wird. So. Und macht eure Kills, damit wir hier ein paar Veteranenjägerinnen haben, weil so geht das ja auf Dauer nicht weiter. Nö, nö, so nischt. Muss ich hier eigentlich mit unzähligen Mauern arbeiten? Ja, zumindest auf diesen Engstellen hier, ne? Wäre das ein Anfang? Also gucken wir sich mal hier um, ob hier noch irgendwas rum existieren ist. Sieht aber nicht danach aus. Nee, faster als dein Bow ist hier niemand.
Das garantiere ich dir. My bow and arrows are ready. So, dann ziehen wir hier mal die Verteidigung hin. Jo. Und wunderbar. Dann tun wir hier mal ein paar Jägerinnen abkommandieren. Dann passt die Sache auch. Kommst du hier hin? Du dahin? Du hier rüber? Und du gehst damit hoch. Und dann können wir hier einfach mal langsam wieder vorrücken. Und uns weiterhin hier rum konzentrieren. Tage haben wir ja noch mehr als genug Zeit. Von daher hier kein Problem. Guck mal, Veteranen. Ist doch schön. Ich glaube, wir kommen da langsam näher, ne? Ob das jetzt so gut ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir hier auch mal dicht. Ja. Damit da kein Schlürfer so reinkommt. Das will man ja nicht. Während man hier weiter sauber macht. Und dann Häuser. Das ist ja die Hauptquest. Ja, blöd, wenn uns die Zeit ausgeht und wir nicht an die 1000 Leute rankommen. Bis wie weit geht's noch? Ja komm, ein paar Gebäude können wir hier wirklich noch hin platzieren. Dann war's das schon wieder. Ich würde mal sagen, ein zusätzliches Sägewerk schadet ja auch nicht. Sind zwar nur 8, aber die kommen halt anders rein als die und die. Und 52 zusätzliche Nahrung ist auch nicht schlecht. Weil jetzt steigen wir langsam mal auf Soldaten um. Puzzle-Ding completed. So, vielleicht sollten wir noch irgendwo eine andere Siedlung planen. Machen wir einfach mal, ne? Hier oder Industriegebäuden. Das ist zwar alles grünes Gras und so. Aber macht ja nichts. Der große Vorteil, den wir hier halt genießen, ist halt, dass hier halt wirklich keine Wellen ankommen. Und hier sind wir halt relativ sicher. Ab und zu schlürfen hier mal ein paar in die Karte rein, aber das ist nicht das Problem. Ah, Nahrung ist jetzt das Problem. Weißt du, hocken die da einfach rum und sagen nichts. Fangen wir hier erstmal mit 62 an. Dann sehe ich, dass wir dieses Gebiet noch nicht eingenommen haben. Da frage ich mich doch gleich, warum. Ist doch viel fruchtbares Land. So. Einfach immer das ganze Eisen verballern. Wisst ihr was, ihr? Ich will noch ein paar Level-Ups bei euch haben. Geht ihr hier nach vorne? Ihr geht hier nach... Moment, bitte mit Angriffsbefehl. Ganz genau. Oh, guck mal, da kommen sie angestürmt. Wird das hier ein Problem? Na gut, ihr ballert jetzt hier. Das kann ja tatsächlich ein Problem werden. Oh oh. Mädels? Geht noch ein paar Meter zurück. Vielleicht hätte ich da auch ein paar normale Schützen hinschicken sollen. Ihr geht mal hier mit. Ihr bekommt das schon hin, ne? Zur Not habt ihr noch die Jägerin hier als Support.
You again. What? Yes. You again. Our soldiers are in trouble. Du bist doch wohl nicht in trouble, oder? Nö. Sah nur so aus. Guck mal, hier haben wir noch Energie zum Mitnehmen. Ist doch schön. Apropos Energie zum Mitnehmen. Wir brauchen auch mal Energie einfach so zum Hinplatzieren. Wäre doch auch was Neues, ne? Womit niemand rechnen würde. So, wollen wir hier dicht machen? Können wir ja machen. Einfach mal eine Mauer hier entlang ziehen. Dann könnt ihr hier mal ein paar Meter rausgehen und euch mal umgucken. Ja. Ist doch fein. Na, kommt mal einfach mal vor. Genau, macht einfach mal Lärm, was das Zeug hält. Ihr braucht ja schließlich Level-Ups. Weißt du was? Holen wir mal bitte die Energie hier. Ob das ein Plan ist, weiß ich jetzt so pauschal auch nicht, aber... Es wird auf jeden Fall mal zwischengespeichert. Doch schön. Und Mädels? Das sind jetzt ein paar viele. Und ob das schlimmer sein könnte, weiß ich jetzt so pauschal nicht. Hey, ein Veteran. Juhu. Nö, sicher ist hier niemand. Auf jeden Fall können wir hier weiter pumpen. Pumpen, pumpen, pumpen. Ah, guck mal, da kommen die nächsten Freunde hier an. Ist doch schön. Hauptsache, es wird nie langweilig. Immer Party. Party, Party, Party. So. Hierhin. Dahin. Von mir aus noch eine dahin. Komm, was soll der Geiz? Ich glaube, hier sind wir auch wieder am Kartenende. Also, mach die mal bitte alle platt. In der Zwischenzeit können wir dahinter noch eine Mauer ziehen, damit die Mädels da nicht mehr reinkommen. Klingt jetzt zwar ein bisschen gemein, aber hey, who cares? Auf jeden Fall müssen wir hier weiter an Gebäuden basteln. Das Ganze auch für uns ein bisschen lohnt. Eine weitere Farm. Schön platzsparend hinstellen. Da geht leider keine mehr hin. Aber da, komm, 56 nehmen wir mit. Und dann weiter am Häuser bauen. Woran fehlt es denn die ganze Zeit? Nicht genug Materialien. Eisen kann es ja nicht liegen. Bei Nahrung. Ja gut, wir bekommen bald wieder zwei neue Farmen. Das pusht uns auch ein bisschen. Leute, ihr geht einfach mal hier rüber. Und macht. Organisiert euch mal ein bisschen Spaß. Was? Haben die schon Feierabend gemacht, die Zombies? Das ist ja fies. Wie gesagt, hinter euch ziehen wir eine Mauer hoch. Einfach, weil wir es können. Nicht, weil wir es müssen. Leute? Weiß nicht, was ihr euch dabei gedacht habt. Ja, super. Mädels. Hier wird nicht geknuddelt. So, ihr acht. Könnt ihr mal wieder langsam vorrücken. Das war ja unheimlich. So, damit habe ich mein Gold wieder verbraten, was ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Aber es kommt ja direkt wieder rein.
Und daher kein Problem. Holz. Ich brauche vielleicht noch ein weiteres Sägewerk, auch wenn es doof klingt. Uiuiui. Naja, die 1000 Leute haben wir zumindest bald zusammen. Da können wir mal ausrücken und den dicken platt machen. So, wollen wir uns hier noch ein bisschen Gebiet einverleiben? Dann sollte man herausfinden, wo der wohnt, der Dicke. Weißt du was? Ihr fallt den jetzt hier mal in den Rücken. Oder lasst euch selber in den Rücken fallen. Uiuiui. Aber ihr habt schon mittlerweile so viele platt gemacht, dass ihr noch keine Veteranen seid. Das beunruhigt mich auch ein bisschen. Zack. 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 Oh, da sind wir gerade so noch im Gebiet drin. Units under attack. Und selbst wenn wir nicht im Nahrungssparggebiet drin sind, spielt es doch auch keine Rolle, oder? Any orders? Soldiers are in trouble. Ja komm, wir können hier überall mal vorrücken. Wofür entschuldigst du dich denn? Habt ihr hier alles im Griff? Weiß ja nicht. Mach dir mal ein bisschen was platt. Vielleicht sollte ich für meine Grenzposten hier Türme hinbauen. Damit, wenn ich alle Truppen zusammenziehe, um den Dicken da oben Platz zu machen, dass die mir halt nicht alle wegrennen. Kann man ja machen, ne? Weißt du was? Mach dir da erstmal platt. Dann würde ich mich gerne mal erstmal hier umgucken. Und feststellen, dass da nichts ist. Und dann geht ihr mal hier hin. Dauert ja nicht lange. Einfach mal da nach vorne rücken. Noch eine fette Gebäudewahnsinn in die nächste Runde bringen. Weil wir wieder alles voll haben. Alles voll. Naja, so schnell kann es gehen. Und wir pumpen keine Soldaten mehr, fällt mir gerade auf. Nahrung, Na, guck mal. So, wenn jetzt wieder Holz reinkommt, dann passt die Sache auch wieder. Ich glaube, euch brauche ich hier nicht mehr, aber wir könnten hier auf jeden Fall mal dicht machen. Wenn wir dann die Info bekommen, dass die versuchen, da irgendwo reinzukommen, ne? Dann können wir auch reagieren. You again. Nicht patrouillieren, sondern Angriff. Und dann lass mal vielleicht dich und dich und dich zurück. Ihr passt ja einfach mal Obacht. Und ihr greift mal in die Richtung an. Na, was du zu tun hast, sag ich dir am besten mal gar nicht. Nee, ich sag's dir nicht. Da. Weißt du, da bewegt man sich mal einen Meter nach vorne und dann schreien sie schon wieder, no. Immer das Gleiche. Ja, aber gut. Ich glaube, dann machen wir auch hier dicht, irgendwie. Weil so viel Grünfläche brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Mit den Farmen, ne? Das ist so viel Futter. Du weißt ja gar nicht, wo du zuerst investieren sollst.
Na gut, die Soldaten, die sind schweineteuer. Da haben wir ja auch gleich, dass wir jetzt hier die 1000 Leute erreicht haben. Nämlich, wenn der nächste zukommt. Halt der übernächste. Ja. Das wird dann einfach super. 40 Soldaten haben wir mittlerweile. Ein Sniper. Oh oh. Könnten wir uns hier ein bisschen leiser verhalten? Ich glaube, der kommt dann hier entlang. Oder doch hier? Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich brauche. Guck mal, hier ist noch mehr Eisen. Nö, nö, everything ist nicht okay. Aber das geht dich ja auch nichts an, ne, Freundchen. Eine größere Steinproduktion brauchen wir jetzt aber auch nicht wirklich. Weiß ja nicht. Weißt du was, wir setzen jetzt nochmal eine Tesla-Spule hin und machen hier dicht. Machen wir auch hier dicht. So, genau. Einfach mal so. Sich da jetzt noch eine Tesla-Spule baue, interessiert ja niemanden. Dann könnt ihr mal hier raus. Du hier hin. Dahin. Nee, das ist kein Plan. Das ist einfach nur pure Verzweiflung. Ihr vier solltet hier mal alles klären können, was an die Mauer zustürmt. Dann machen wir hier noch die Mauer hin. Wie geplant, eine einfache sollte reichen. Für die paar Angstschlörfer, die hier kommen. So, dann seid ihr hier eigentlich auch ready. Du hier hin. Du da hin. Hallo. Und da haben wir unsere 1000 Leute, die wir zum Missionsziel erfüllen brauchen. Ist doch schön. Die Frage ist, pumpen wir jetzt einfach nur noch Truppen, bis die ganzen Teile hier fertig aufgebraucht sind, oder bauen wir noch weiter aus? Na gut, die Map müssen wir ja auch clearen, ne? Hab ich das richtig verstanden? Vernichte alle Infizierten. Ja. Machen wir doch. Na dann, Mädels. Auf geht's. Egal, was da hinten ist, das schafft ihr. Was müssen wir den Dicken erstmal platt machen? In der Zwischenzeit sammelt sich hier unsere kleine, aber feine Armee. Ganz genau. Ich würde mal sagen, sobald wir den Dicken haben, stellen wir einfach alles auf Verfolgen, dann hat sich der Rest auch erledigt. Perfekt nennt er das. Das ist doch schön. Ich setze mal für euch einen Angriffsbefehl nach vorne. Ich setze für euch einen Angriffsbefehl nach vorne. Das heißt, ihr sollt mit einem... Nee, nee, nee. Macht die erstmal hier platt. Mach die platt. Wo bist du? Hier. Geh du mal ein paar Meter zurück. Uiuiuiui. So, jetzt könnt ihr aber nach vorne. Genau, und du haltst dich mal langsam hoch. So. Einfach immer weiter. Vielleicht könnten wir noch mal ein bisschen Eisen kaufen. Wunderbar. Läuft. Hier kommt nichts rein, hier kommt nichts rein. Hier sind wir fast auch schon geklärt. Verfolgt mal ein bisschen. Du, ja, du willst deinen Kumpels, verstehe ich. Vielleicht war Verfolgen da oben nicht so die clevere Idee. Gell?
Aber ja, hier sind wir abgesichert, hier sind wir abgesichert, hier sind wir abgesichert. Unsere Soldiers sind in trouble, weil die sich halt immer selbst in trouble bringen. Ah, die Base ist soweit safe. Da brennt nichts an. Hab ich hier irgendwo Truppen rumstehen, die nichts zu tun haben? Dann könnte man hier noch jemanden mal platzieren. Oh, oh, wir kommen den Dicken langsam näher. Der Dicke da. Oh, guck mal, wer hier spielen möchte. Immer wieder so kurze Schwärme angelaufen. Ich glaube, die kommen von außerhalb der Map rein, oder? Und denken sich, ja, wer macht denn hier so einen Lärm? Das geht so nicht. Die müssen wir ein paar aufs Maul hauen. Und ja, dann kommt sowas bei Rumbo. Würde ich annehmen. Aber immer weiter pumpen. Koste es, was es wolle. Und es kostet eine ganze Menge. Ja, das gefällt mir jetzt nicht, dass er hier näher kommt. Ja. Will nicht wissen, was er für fiese Tricks drauf hat. Lass mich raten, hier ist der einzige Zugang, oder? Können wir das mal anschauen? Oh, 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 oh. Oh, oh. So, meine Schnuffels, da der Typ in der... Gleich da durchkommen, würde ich sagen. Schauen wir uns das erst in der nächsten Folge an. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschö. Oder? Nee, Moment, weißt du was? Jetzt oder nie. Leute. Leute, Leute, Leute. Sammelt euch mal hier. Na gut, hier ist Nest, müssen wir, beziehungsweise die Leute hier werden wir noch ausschalten müssen, die jetzt hier angelockt haben. Aber das machen wir jetzt noch in der Folge. Ja. Mhm. Wisst ihr was? Bleibst du hier? Bleibst du hier? Von mir aus bleibst auch du noch hier. Gut, der Train ist hier. So, machen wir den Dicken jetzt mal platt. Schauen wir mal. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann doch. So, hoffentlich ist er nicht zu mut. Oh. 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 Leute? Das ist ja wirklich heftig. Ja. Leute, geht mal ein paar Meter zurück. Ihr wieder. Hey Leute, lass uns das noch in dieser Folge machen. Ja, der Sniper, der ist cool. Oh, Sniper? Lass das mal. Nein, mein Sniper ist tot. Ja gut, den kriegen wir. Wow. Wow. Da haben wir den Dicken platt gemacht. Giganten und so. Los, Leute. Einfach mal alles platt machen. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier mal alles angreifen lassen. Kommt, verfolgen. Verfolgen. Einfach mal alles weg. Kriegen wir das in dieser Folge noch hin? Weil 1000 Leute haben wir. Alle Infizierten vernichten. Das sind wir auch durch. Ja. Das sollte ja gleich sein. Gleich soweit. Genau, einfach mal in die Mitte reinrennen. Dann könnt ihr euch mal ein bisschen ausschwärmen und so. Wollt ihr hier auch mal jagen gehen? Das spielt doch keine Rolle, ne? Hauptsache Zombies weg.
die sich hier noch irgendwo eingenistet haben. So. Genau, einfach alles platt machen. Das war ja einfach. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drüber, dass die Folge jetzt ein bisschen länger wird, weil ich die jetzt noch abschließen möchte. Weil da kommt ja eigentlich nichts mehr, ne? Es gibt hier keine Spawnpunkte, keine Wellen. Der Dicke ist erledigt. Und jetzt werden noch alle Infizierten platt gemacht. Ich glaube, wenn wir das hier haben, haben wir's. Gut, die Energie könnte man hier noch einsammeln. Du, geh mal gucken, was da so vor sich ist. Ich sagte, du sollst da mal gucken gehen. Hörst du mir nicht zu? Einfach mal verfolgen. Leute, geht einfach mal hier mit rüber, nicht ständig hin und her. Und dann könnt ihr hier... Genau, hier mal verfolgen. Da kriegt er schon hin. Da bin ich wirklich gute Dinge. Warum wolltet ihr alle hier hin? Seht ihr? Hier, hier, hier und so. Eieieiei. Wollt ihr doch nur die Mission hier fertig machen. Und dann zieht ihr jetzt wieder alles in die Länge. Ist ja ekelhaft. Ekel, ekel, ekelhaft. Kommt, alle verfolgen. Ich hoffe, es ist nicht wieder irgendwo unten was gespawnt, was noch platt gemacht werden muss. Leute, nach vorne. Und einfach mal verfolgen. Geht ein bisschen schneller. Ja, wir haben dadurch auch ein paar Verluste, aber hey, who cares? Ist ja doch eh schon so gut wie erledigt. Genau, ihr macht die drei hier noch platt. Ist da schon wieder was gespawnt? Oder was habt ihr für ein Extrem? Kolonie abgeschlossen. Gratulation, du hast eine ertragsreiche Kolonie errichtet und somit den Einfluss des Imperiums gestärkt. Juhu! Wunderbar. Na dann würde ich sagen, meine Schnuffels, war's das jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und in der nächsten Folge könnten wir uns eventuell um den infizierten Schwarm hier kümmern. Stufe 2, 2800. Oder wir kümmern uns zuerst um weitere Imperiumspunkte. Aber mal gucken, wir schauen uns in der nächsten Folge den infizierten Schwarm an. Ne? Also, bis denn, meine Schnuffels.